Hallo, willkommen zurück. So, in welcher Ecke möchtest du denn starten, damit wir uns nicht sofort in den Weg kommen? Das ist gut. Ist gut, dass wir halt gemeinsam Spanien uns quasi holen. Genau, ich hätte auch einer ganz links wahrscheinlich am besten in Galicien und einer in Barcelona, ne? Ich ist relativ würde Galicien nehmen, wenn das für dich okay ist. Ja. Ich finde Galicien ganz schön. Dann Corona würde ich da gleich direkt in der Ecke nehmen. Ja, dann nehme ich hier den Graf Ermengol von Urgell. Und dann erschaffen wir einen eigenen Herrscher, ne? Genau, genau. Und jetzt, damit kannst du jetzt quasi schon vor einen ersten Ein Rundschliff. Eine erste Definition geben, was eine schlimme Dynastie denn deiner Meinung nach ausmacht. Das ist ja auch zum Beispiel ist schon mal ein schlimmer Name ist wichtig. Ja, und keusch sein auf jeden Fall. Ich nenne meinen Sancho der Schäbige. Weil warum sollte man... Man soll ja direkt merken, was das für einer ist. Ich bin keusch. Das ist mein erster Bereich auf jeden Fall. Es ist natürlich für dich... Du gehst also wirklich quasi entgegen all deiner moralischen Prinzipien, gegen alle Brutmutterprinzipien. Ja, das Problem ist, also ganz aus denen raus komme ich sowieso nicht. Das funktioniert nicht. Aber ich will ja realistisch bleiben. Ja, das ist natürlich richtig. Und ich kann mich ja nicht ganz aus der Situation heraus befreien. Deswegen... Ich muss schauen, dass ich eine gute Mischung schaffe. Wenn ich in Alaska. Was ist denn grausam? Was ist denn? Statistisch gibt's. Ja, ich versuche gerade für mich immer noch rauszufinden. Ich versuche für mich immer noch rauszufinden, wie ich denn, also. Wie ist denn was Grausames für mich? Bin ich abscheulich? Bin ich wirklich grausam? Ich tue mir schwer mit meiner Arbeitsaufgabe. Ah, okay, okay. Und ich versuche gerade noch für mich zu definieren, wo ich mich sehe. Mhm. Nee, also ich bin auf jeden Fall, also Sancho der Schäbige ist, der hat diesen Beinamen früh im Leben bekommen und hat sein ganzes Leben eigentlich damit zugebracht. Er ist halt sehr unzufrieden damit, dass er so ein kleiner Graf ist. Und deswegen ist er auf jeden Fall gierig geworden und arrogant. Und er sieht sich auf jeden Fall zum reichsten und mächtigsten Mann der Welt berufen und finde es nicht okay, dass er im ganzen Land nur als der kleine Graf Sancho der Schäbige von irgendwo hinter Dupfingen gilt. Ah, das heißt, du möchtest so ein kleines Racheomen spielen quasi. Ja, also er will sich an der Welt rächen, indem er alles Geld der Welt anhäuft und alles anrafft, weil alles, was anderen gehört, sollte ihm gehören. Ist so ein bisschen sein Lebensmotto. Ja, das kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, also hinterlistig, intrigant, ja, aber da spiele ich ja so wie sonst auch. Das macht so ein bisschen kompliziert. Vor allem, sind wir schön und grausam oder sind wir scheußlich und grausam? Wieso kann ich nicht wunderschöne Frauen und abscheuliche Männer in meiner Dynastie haben? Ist das eine neue Eigenschaft? Trostfresser? Nee, Charakter, die gibt's schon länger. Die hatte ich noch nie. Versucht oft die Leere, die er in sich spürt, dadurch zu füllen, dass er große Mengen etwas verspeist, was ihn tröstet. Oh Gott. Nee, also Sancho ist leider auch von der Natur nicht gesegnet. Sag ich mal. Vielleicht einfach richtig katholisch spielen mit allem klassischen Shit.
Das ist actually eine echt gute Taktik, ne? So ein richtiger religiöser Eiferer. Ja, einfach wirklich einfach original katholisch sein. Das finde ich actually funny. Wow, diese Änderung, wenn man abscheulich wird. Also Sancho ist, glaube ich, er ist wirklich abscheulich. Jungfernlocken. Das ist doch schön. Sie haben ein paar neuere Haare drinnen. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ja, pervers, also denke ich auch. Ja, durch den Spanischen, die durch sie angepasst an die Kultur. Ach, cool. Nee, machen ihn nicht pervers. Wir machen ihn. Also er ist wirklich geschlagen von der Natur und ist dadurch aber nur umso gieriger geworden, dass alles, was die Natur ihm nicht gegönnt hat, will er an sich reißen. Ich habe jetzt rausgefunden, in welche Richtung ich möchte. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Okay, soll ich noch schweigen? Nee, du kannst gerne es live kommentieren, während du es zusammenklickst. Ich werde einfach das Klischee der wunderschönen, dummen Menschen inhalten. Das heißt, ich werde versuchen, meine Charaktere schön, aber so dumm und unfähig wie möglich zu machen. Das ist faszinierend, weil ich bin das Gegenteil. Ich bin so ein richtig hässlicher Sack, der dadurch aber auch... Dafür kann er ja nichts. Aber er kann was dafür, dass er dadurch so neidisch und missgünstig geworden ist, wie es nur irgendwie geht. Barbirella Influencia, das ist doch mal ein Name. Ja, das wäre tatsächlich ein sehr passender Name. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch direkt schon wahnsinnig machen will. Ist er wahnsinnig schon geworden oder ist er einfach nur gierig und arrogant? Pia spielt die Kardashians. Das ist böse. Aber einem bleiben echt viele, also wirklich viele Punkte zum Ausgeben, wenn man so grundsätzlich dieses, wenn man so ein paar negativere Charaktereigenschaften mit reinnimmt, ne? Das ist actually ganz cool. Und nicht anfängt direkt mit wunderschön oder Genie oder sowas. Ja, absolut. Rachsüchtig ist natürlich noch eine Idee. Ach du Scheiße. Also ich finde den Northern DLC absolut großartig, aber du fragst ja auch die falsche Person für den Northern DLC, weil ich bin der absolute Wikinger-Nerd. Ich bin durch die Wohnung getanzt, als der angekündigt wurde. Will ein Byzanz-DLC. Ja, da wäre ich auch dabei. Chat, ist das eine Gans? Entschuldigung. Auch auf jeden Fall noch unersättlich. Dieser Charakter kann über Mäßigung nur lachen. Er will alles.
Ungeduldig eigentlich auch? Eher eine Ente. Das ist doch eine Gans, oder? Hä, aber der Hals ist doch zu lang, um eine Ente zu sein. Oder? Ich hätte halt gern eine Gans als Familienwappen. Damit das... Ah, das ist eine Gans. Oder ist das ein Schwan? Nee, das ist wieder ein... Ist das ein Schwan? Nee, der Hals ist der von einem Schwan. Ich brauche eine Gans, Leute. Damit der Begriff, du dumme Gans, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Oh, verstehe. Ja, das ist doch safe. Das ist safe eine Gans. Ich bräuchte irgendwas, was, ich weiß nicht, irgendein Geldsack oder sowas. Wir werden einfach alle, die leugnen, dass das eine Gans ist, werden einfach gehängt. Lerne ich jetzt richtig krasse Crusader Kings 3 Tricks? Ich glaube, dafür bist du heute echt in der falschen Spielerunde drin. Nee, wir werden... Also ich meine, du lernst dir sicher viele Tricks, das ist auch wichtig für Crusader Kings, aber das können wir beide sehr gut, dir Dinge moralisch zurechtzureden. Dass du gar nicht so schlimm bist. Ich bin fertig. Ist schon fertig? Ja, ich bin fertig. So, aber mach dir keinen Stress. Ich hab's mir... Ich habe meinen Perk schön absichtlich weggemacht, Leute. Es war mir wichtiger, mich ein bisschen anders aufzuteilen. Ich bin jetzt Gräfin Barbirelia von Coruna. Ich bin keusch, unersättlich, demütig und ein religiöser Eiferer. Oh. Und außerdem bin ich begriffsstutzig. So, ich glaube, mein Motto ist, der Markt regelt das für meine Dynastie. Das ist Marktwirtschaft auf Spanisch. Weiß das jemand? Ach, schön. Lieber Chat, das wisst ihr doch bestimmt. Marktwirtschaft auf Spanisch. Ich würde, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich die diplomatische Reichweite runterstellen. Ja, gerne. Aber ich mag das, wenn man quasi nicht quer durch ganz Europa reisen kann und das ein bisschen mehr challenging wird, auch mit dem, ich finde, das hat ein bisschen mehr Spice, was dann so diese Ehepartner und so weiter angeht, weil nicht der ganze Markt überflutet ist, sondern du wirklich auch teilweise dann Gebiete einnimmst, um näher ranzukommen und sowas. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und wir gesagt, wollen... Economia de Mercado, das ist zu lang, aber einfach de Mercado ist doch ein schöner Hausname. Da sind wir quasi einfach das Haus vom Markte. Und das Motto ist, der Markt regelt das. Das finde ich gut. Und Alter, Marktos Wirtschaftos hat mein Chat gerade geschrieben. Und ja, also er ist eigentlich muss er dann ein Verwalter sein, aber nicht mal ein guter, er ist ein knausriger Buchhalter. Er ist gierig, arrogant und unersättlich, wobei unersättlich ist Minus auf Verwaltung. Wobei, er hat halt dann Probleme mit seinen Sachen, ne, aber und... Also ich muss sagen... So ein bisschen muss ich ja trotzdem nach den Dingen gehen, die ich liebe in diesem Spiel. Ein bisschen Brutmutter muss man mir trotzdem lassen. Ja, natürlich. Weil ich habe auch Crusader Kings 3 und ich sind einfach eine innige Liebe. Und dieses Spiel verführt mich jetzt schon mit wundervollen Zuchtideen, die in meinem Kopf platziert werden. Ist das so? Ist natürlich. Das so? Das ist instant. Welche denn? Das sage ich dir noch nicht.
Okay, okay. Zuchtideen, also Zuchtideen, ja, ja. Kriegen wir jetzt die dunkle Seite zu Gesicht? Leute, jeder, der mir schon mal bei Crusader Kings 3 zugeschaut hat, kennt meine dunklen Seiten schon. So, also wir machen recht viel Verwaltung. Und der Rest ist alles so durchschnittlich. Außer Diplomatie, da ist er schrecklich. Wie lange geht der Stream heute? Sicher so bis 20 Uhr auf jeden Fall. Ja, ich denke, genau. So, ich muss mal. Irgendein Wappen brauche ich jetzt noch, was nach Geld aussieht. Was könnte nach Geld aussehen? Ah, sehr geil, ist du. Noch irgendwie eine Münze oder was gibt's da? Hübscher Hut, damit kann man bestimmt auch Pilze sammeln. Plot-Twist. Der Hut ist ein Pilz. Schatzkammer oder sowas. Nee, der hat sich nicht mehr gemeldet. Ice Cream leider. Chat schreibt Goldesel. Das ist nicht. Eine Waage ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, Chat, auf nein, ich will das nicht wie Errol Musk machen. Oh. Ah. Nein. Eine Waage ist auch gut, ja. Ja. Aber mein letzter Spielstand war actually schlimmer als die Musk-Familie. In meinem letzten Spielstand hatte ich ja Inzest und alles erlaubt und da war mein Charakter. Zum Schluss hatte sie 4 Ehemänner und die waren alle ihre eigenen Söhne. Oh Gott. Was? Wie, Pia? Aber ich habe in dem Spielstand auch den reines Blut-Perk freigeschalten. Sowas. Ja, das ist halt der normale Auftrag der Brutmutter ist, dass der Stammbaum endlos lang breit wird. Und du hast ihn mit Bravour erfüllt. Ja. Wie so oft. Wie immer. Nein, ich nehm so ein Horn und das ist dann ein Füllhorn quasi. Was quasi das darstellt, was ich mir wünsche für nicht nur eins, es sind haufenweise Füllhorn ist richtig passend. Das ist dann noch und zwar einfach Berge davon, weil ich ja nicht nur ein Füllhorn voller schöner Sachen will, sondern ich will alle Füllhörner. Will alle Füllhörner dieser Welt. Ja. So. Das vier Kinder waren alle dieselbe Generation, ja, die waren alle Brüder. Was heißt besser, oder? Kann mir noch jemand Füllhorn auf Spanisch raussuchen? Dann nenne ich meine Grafschaft noch so. Und dann hat der Typ. Ich mache ihn schon verheiratet, weil ich. Wobei, nee, muss eigentlich. Irgendwen werde ich schon finden. Oh, jetzt sind sie durchwachsen, die Füllhörner. Moment, ich hab's gleich. Mach dir keinen Stress, alles gut. Es läuft nicht weg. Ornucopia, das ist meine Grafschaft, das ist doch perfekt. Geschwisterliches Teilen sieht also so aus, weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Es ist ein bisschen ekelhaft, Jet. Nee, wir werden heute mal ausnahmsweise versuchen, nicht so krassen Inzest zu machen. Shuyoka wollte sie nicht verheiraten, da es keine gab, die gut genug für die Söhne war. Und sie wollte nicht, dass ihre Söhne selbst welche aussuchen. Ja, das war tatsächlich einer der Mitgründe. Das war lustigerweise einer der Mitgründe, tatsächlich. Deine Mods trauen mir das nicht zu, dass ich nicht mit Inzest spiele, ne? Guckt euch diesen Wicht an. Das ist einfach zufallsgeneriert worden, aber den nehme ich. Das ist ja schlimm.
Aber ich weiß nicht, ich stimme meinen Mods da, glaube ich, zu. Die kennen dich ja inzwischen auch schon ein bisschen. Wir haben ganz gut zusammen gestreamt. Die nehmen das ja nicht aus dem Nichts, Pia. Ich hoffe einfach, dass mein Vater niemals meine Crusader Kings 3 Let's Plays guckt. Und ich dann niemals ein Gespräch mit ihm darüber führen muss, wieso meine Crusader Kings 3 Spielstände so seltsam sind. Geht noch ein bisschen was. So, jetzt habe ich's. Jawohl. Nicht so krasser Inzest heißt nicht kein Inzest. Ja, ich dachte halt, so alle 2 bis 3 Generationen einmal so ein Fall von Inzest ist in Ordnung. Sind wir Warum bereit? Warum heißt meine Tochter Saura? Dankeschön verloren von dem Prime Sub. Dankeschön. Das hat das Spiel mir jetzt aufgedrückt. Saura, die Saure. Ja, ja. Oh. Beautiful. It's beautiful. So, jetzt lass mal kurz hier. Jetzt will ich mal deinen Dankeschön, Charakter Telefon, sehen. Dankeschön, Telefonmann, für den Prime Sub. Dankeschön. Oh, was für eine Edeldame. Schon, oder? Also. Ja, die Gans. Sehr gut. Ich finde auch, dass die voll im Rahmen ist. Also. Ja. Keusch, unersättlich, demütig und eine religiöse Eiferin. Bucklig und abscheulich. Ja. Er ist nicht. Ja, und er ist gierig und arrogant und unersättlich. Ist nicht der sympathischste Typ auf der Welt, aber. Nee, nicht zwangsweise. Wir können direkt starten. Ne? Ich glaube, wir brauchen beide keine Pause zum Reinstarten, oder? Nee, das passt. Ich direkt auf 2 und dann können wir direkt loslegen, weil wir haben eh schon so oft gespielt. Ja, das iberische Ringen. Genau. Oh, das kennen wir ja schon. Ist das jetzt richtig so? Stimmt das wirklich? The name Saura is primarily a female name of Arabic origin that means wealth. Hat mir das Spiel jetzt gerade wirklich einen Namen gegeben, der auf Deutsch Schwein und auf Arabisch Reichtum heißt und diese Dynastie damit perfekt umfasst? Dankeschön, QB, für die 30. Das würde mich sehr begeistern. Dankeschön. Schwerpunkt auf Reichtum, natürlich. Bezahlung verlangen. Ja, es ist halt das einzig wahre Spiel, das uns liebt. Ja, es ist wirklich so. Es liebt uns. Es ist halt. Ja. Nicht vom Suffragettenbischof. Ja, die mögen mich alle nicht, ne, weil ich eine Frau bin. Da geht's wieder los. Mich mögen sie wahrscheinlich alle nicht, weil ich hässlich und gierig und unsympathisch Nachdem bin. Nachdem ich eine weitere Partie Schach gegen mich selbst gewonnen habe, drängt sich mir der Gedanke auf, dass mein überragender Intellekt dieses Spiel vielleicht noch verbessern könnte. Doch welche Änderungen würden Sinn ergeben? Der Läufer sollte stärker werden, der König ist eindeutig zu schwach. Der Läufer sollte stärker werden, wir gehen auf Glaubenspunkte. Es ist total witzig, vor allem deswegen, weil ich begriffsstutzig bin. Das heißt, eine begriffsstützige Gräfin aus Spanien möchte jetzt die Schachregeln umschreiben, weil sie Schach gegen sich selbst zu leicht findet. Das kann bestimmt nur gut ausgehen. Das kann nur gut ausgehen. Es kann auf jeden Fall nur gut ausgehen. Also auf jeden Fall. Oh. Nee, mit dem will ich mich nicht verbünden. Der ist mir zu nah. Verlobte können heiraten. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ja, klar. Ach so, du klaust mir da schon Leute, ne? Vom ich Hof. Ich mach gar nichts. Nee. Nee. Dann weiß ich nicht genau. Das waren Höflinge, die haben mich irgendwie um Erlaubnis gefragt zum Heiraten. Weiß ich gar nicht, warum. Glaubt ihr, dass Pia ohne Inzest den Crusader Kings 3 spielen kann? Und mein Chat fragt, wieso kann man bei der Umfrage Ja auswählen? Ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich weiß gar nicht, warum. So, ich muss jetzt eine Ehefrau finden, die genauso schlimm ist wie ich. Rachsüchtig, zynisch, aber oh, großzügig geht gar nicht. Ich hätte hier einen wunderschönen Ehemann, dann könnte ich wunderschön und dumm sein. Aber der ist dänisch.
Den kriegen wir aber in den Griff. Vor allem ist der ein guter, der ist ein guter Krieger. Das ist eine gute Sache. Sind das die Baronie von Imola? Irgendwo da hinten. Gut, ein gutes Bündnis kriegen wir eh nicht. Alter, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den dazu bringe, dass der mich mag, geht gegen null. Auf jeden Fall werde ich jetzt beim Papst eine Sprache lernen. Das ist aus eigener Erfahrung heraus eigentlich... Ja, Italienisch. Ach so, dann lerne ich vulgär Italienisch. Nicht nur Italienisch, sondern vulgär. Ah, weil das noch nicht, weil das alles noch nicht reformiert ist. I see. Das ergibt natürlich Sinn. Fleißig, sadistisch und lüstern. Oh, mein Herzog ruft mich in den Rat. Wie, du wirst in den Rat gerufen? Offenbar hat er wirklich niemand Besseren. Oh mein Gott, ich habe Herkulestum in meiner Stadt. Ich krieg plus eins Steuer. Was ist das denn für ein krasses Gebäude? Das ist ja krass, das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Handelshafen hätte ich auch noch gerne, wenn nicht genug Geld, aber crazy. Dankeschön, Mr. Zottel, für den Prime-Sub. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, die ist ganz gut. Fleißig, sadistisch und lüstern, die gute Clemencia. Sie findet mich übrigens auch total scheiße. Das sagt auch wieder viel aus, ne? Die findet mich total hässlich und so, aber weil ich halt von Stand bin, sagt sie trotzdem ja. The Classic. Ja, ja. So, und dann... Alter, warum hasst mich die so sehr? Wisst ihr, wer sich immer über mich lustig gemacht hat? Immer? Graf Ramon. Also es wird seine Grafschaft bald mir gehören. Sage ich euch. Ach, die haben auch alle schon... Mein ganzes... alle hassen mich. Sogar mein eigener Ehemann. Warum? Eine Frau sein ist so scheiße. Aber dein Ehemann kann dich doch nicht hassen, weil du eine Frau bist. Mein Ehemann mag mich minus 13. Kulturakzeptanz, persönliche Diplomatie, unersättlich, religiöser Eiferer. Ach, der ist zynisch. Das hat dann aber nichts mit deinem Frausein zu tun. Der ist nachsichtig, fleißig und zynisch. Und ich bin keusch, unersättlich, demütig und ein religiöser Eiferer. Das war vielleicht nicht die beste Wahl. Ja. Aber er ist schön. Ich habe eine Ausführung, die genauso schlimm ist wie ich. Lüstern, sadistisch und fleißig. Das ist genau, was Graf Sancho braucht. Oh, mein Charakter ist halt auch noch dumm. Das ist halt... Oder dann passt es ja, dass sie einen Ehemann gewählt hat, der überhaupt nicht zu passt. Und ganz viel Spaß ja weiterhin. Ja, das auf jeden Fall. Und ich werde einfach nichts anderes machen, als die ganze Zeit Festmähler veranstalten, weil ich bin unersättlich. Das heißt, ich werde nichts anderes machen, außer Festmähler machen. Ja, gut. Mein Mann möchte mit mir über Fechtübungen sprechen, weil ihm das sehr wichtig ist. Fechtübungen interessieren mich überhaupt gar nicht. Ich habe nämlich Kampfgeschick 3 und Kriegsführung 3. Das heißt, das interessiert mich einfach nicht. Aber ich könnte, mit dem Sex haben möchte ich auch nicht, weil ich bin keusch. Das heißt, das interessiert mich in keinster Weise. Jetzt mag er mich minus 33. Dieser Roleplay-Charakter, mit dem wir heute spielen wollen, ist jetzt nicht so unbedingt förderlich. Ja, bei mir geht's jetzt auch gerade. Ich habe jetzt hier, mein Typ sitzt unter der Schirmkiefer. Und es kommen Musikanten und sie rühren etwas in meiner Seele an. Es reicht. Ich werde diesen verdammten Baum fällen lassen. Oh, schön. Kann ich profitieren von dieser Musik? Nein, ich glaube nicht. Also weg damit. Ich habe zumindest ein schönes Gespräch jetzt mit ihm gehabt, weil bei dem nächsten hatte ich als Auswahl, mich interessiert, worüber er redet, oder ich rede stattdessen mit ihm, damit ich nicht über das reden muss, worüber er redet. Sonst mag er mich zumindest, weil ich über ihn gesprochen habe.
weißt, wie man die Männer rumkriegt, Pia. Wir sind auch relativ einfach eigentlich, ja. Was hast du auf Diplomatie? 6. Du? 4. Oh Gott. 4. 4. Das ist ja auch jetzt ja wunderschön. So, ich brauche ja keine Diplomatie. Also, das ist ja alles. Ich muss denen ja nicht freundlich verklickern, dass alles, was ihres ist, meins sein sollte. Das ist halt einfach so. Chat, erinnert mich bitte daran, dass wir in 4 Jahren wieder ein Festmahl veranstalten, sobald es geht. Und in der Zwischenzeit gebe ich mein restliches Geld dafür aus, dass ich auf eine Pilgerreise gehe, weil ich bin eine religiöse Eifererin. Das heißt, oh, ich kann mir das nicht leisten. Gibt's keine um 50? Doch. Nehmen wir die um 50, dann bin ich pleite, aber dann war ich zumindest schon mal auf einer Pilgerfahrt. Oh. Ich glaube, es ist profitabel, meine 4-jährige Tochter mit dem 82-jährigen Grafen von Evreux zu verheiraten. Boah. Weil der hat die größte Bündnismacht. Boah. Das, oh, schäm dich. Graf Berthold von Innsbruck ist der Zweite. Der ist ein viel anständiger, der ist 28, zufrieden, schüchtern, demütig, klingt nach einem guten Kerl, aber bringt halt nur 800 Männer mit. Während Graf Richard, guckt ihn euch an, ehrlich, stur und gerecht, der bringt halt 1800 mit. Ja. Jo. Hint, die erste Lektion, die du lehren musst, ist, dass wir alle das zu tun haben in dieser Dynastie, was mich bereichert. Yeah. Gesundheit. Dankeschön. Es ist perfekt. Ja, also eindeutig, denn es Kind, habe ich dir aus. Nicht, seitdem du verstehen kannst, aus. Wütende abendliche Rants zum Einschlafen erzählt darüber, wie Graf Ramon von Cerdana auf der anderen Seite des Flusses grünere Weiden hat als ich? Willst du nicht deinen Teil tun, dass die 1800 Mann deines neuen 82-jährigen Ehemanns uns endlich helfen, die Weiden von Cerdana unser eigen zu nennen, wie es unser Recht ist? Leute, er dreht durch. Das ist absolut. Und unser Bischof mag uns nicht. Leute, er dreht jetzt schon durch. Der Bischof ist auch bucklig, genau wie ich, und trotzdem mag er mich nicht. Ich dachte, wir könnten bonden darüber. Er ist auch noch gesellig und mag mich nicht. Ach, es fällt dir erst jetzt auf. Ja, es fällt mir erst jetzt auf. Actually, ja. Was passiert, wenn ich diesen Bischof einsperre? Okay, oh, man kann seinem Lehnsherrn huldigen. Das mache ich auf jeden Fall. Unterwerfung zeigen. Einen Gefallen versprechen, Verpflichtungen vergrößern. Nee, ich würde einfach meine Unterwerfung zeigen und ihm huldigen und hier ein bisschen knien. Das passt zu uns, dann mag er uns auch ein bisschen mehr. Ah, und jetzt kann ich eine Petition an den Lehnsherrn packen. Und zwar hätte ich gerne einen. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten, um Hilfe zu bitten mittlerweile. Ja, ich hätte gerne einen Ratsposten. Ich glaube, das Ringen gibt da ja auch nochmal mehr, ne? Dass du Leute bezahlen kannst für Hilfe und so. Ich bin jetzt sein Ratsspitzel. Das hat funktioniert. Ich habe mich da jetzt richtig schön. Also das passt, ich bin ja demütig und ich mag meinen Dingsterbumster, weil der ist auch ein religiöser Eiferer. Mein Lehnsherr. Deswegen passt das richtig gut und ich bin jetzt der Ratsspitzel von ihm und das finde ich Weltklasse. Also kann man gar nichts sagen. Never bend the knee, also auch klar. Mein Lehnsherr ist eine Geißel, ein Albatros um meinen Hals, Ballast, der mich abhält davon, meine Flügel auszubreiten, wie es mir vorherbestimmt ist. Moritz spielt schon wieder sich selbst. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich bin tatsächlich.
Ähnlich arrogant wie er vielleicht, aber ich glaube nicht ganz so geldgierig. Begriffsstutzige Spitzel ist genau das, was ein Reich benötigt, wenn es untergehen will. So, also diese Bäuerin hier... Oh, wer schleichert da nachts durch die Gemächer meines Lehnsherrn? Ach, du hast dich nur verlaufen. Ja, kein Problem. Da hinten die Tür links, da kommst du wieder raus. Also ich habe jetzt hier zwei gierige Optionen. Das ist schön, nimm die gierigere. Will ich lieber Geld oder... Na, alles, Maurice, Kontrolle. Du willst na, alles. Harte Münze, auf jeden Fall. Das ist ja auch vielleicht kurzsichtig, aber harte Münze jetzt ist immer alles gut. Super, mein Brötchen, alles super. Ja, also, du solltest bei mir die Ratsspitzlein werden. Warum sind wir nicht im gleichen Reich? Dann könnte ich meinen leichter entledigen, wenn du begriffsstutzig im Ratsspitzelamt rumeierst und nicht mitkriegst, wie ich Mordkomplotte schmiede. Das Problem ist halt, ich bin vielleicht begriffsstutzig, aber ich habe trotzdem 19 Punkte im Ränkespiel. Warum? Weil ich ein flüchtiger Schatten bin. Wie ist das vom Rollenspiel her? Ich dachte, ich habe meinen Mani schon drauf, aber du hast ja trotzdem diese Punkte. Was sollst du denn tun? Das stimmt natürlich. Deswegen, ich bin ja trotzdem auf die genau 400 halt gegangen. Ich hätte weniger ausgeben können, aber mein Ehrgeiz hat es nicht zugelassen. Und damit, ich das bin schon ein bisschen doof, aber ich bin halt auch nicht komplett doof. Also schon, also ich kann halt zwei Dinge. Ich habe Sachen gelesen, weil ich eine religiöse Eiferin bin. Ah ja, und ich habe Ränkespiel, aber ich bin Diplomatie schlecht, ich bin Verwaltung, ich bin Kriegsführung katastrophal, ich bin Kampfgeschick katastrophal. Also, und ich werde auch nicht sehr alt werden, weil ich sehe jetzt schon, dass ich zu einer vollgefressenen Alkoholikerin werde. Stimmt, mein Chat sagt gerade auch, begriffsstutzig heißt ja nicht dumm. Es heißt nur, dass ich ein bisschen länger brauche manchmal. Das stimmt, ja. Auch länger, um die Antwort zu finden. Dankeschön, Kariat, für den Prime und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank für den Support. Hier... Oh, Luna, du bist gerade da, ne? Das ist mein Anspruch. Wenn du Lust hast. War immer mein Anspruch, Graf Gillem, da drüben. Wir hätten gern einen Eumel, der Wasser trinkt. In animiert. Die Weiden des Nachbarlands sollen mir gehören. Aber ein Trinkeumel, der daran erinnert, dass man Wasser trinken soll bei den Temperaturen. Und gerne einmal und mit jetzt mehr will ich aber auch bitte hier mit weniger FPS, weil ich würde den einblenden in meinem den 82-jährigen Verbündeten. Dass der so alle der soll jetzt bitte auch mal was leisten. Bei mir und dann, sehr gut, natürlich wird er sich anschließen. Quasi. Wir werden natürlich nicht kämpfen, bis der da ist. Wir sind zwar ungefähr ähnlich stark, aber warum sollten wir irgendwas riskieren? Die spanische Kriegserklärungsmusik ist der Hammer, weil es bei mir im Chat gerade gesagt wird, wenn du in die Iberien... Führst du schon Krieg? Ja, natürlich. Warum? Weil der Nachbar grünere Weiden hat als ich, Pia. Du bist so neidisch, ne? Ja, es ist, Ich glaube, neidisch gibt's gar nicht als Eigenschaft. Ich bin arrogant, gierig und unersättlich. Leute, ich habe ihn schon leiser gemacht. Das Problem ist, Maurice ist sehr ruhig, außer wenn er gierig wird, dann wird er sehr viel lauter. Alles gut, ich hab dich schon ein bisschen leiser gemacht. So, wir haben hier einen schwer verletzten Dude. Das kostet Geld. Wenn etwas Geld kostet, sollten wir es nicht machen. Da sollen sich die Einheimischen drum kümmern, die haben den auch getötet. Söldner wurden Bauern, die wurden zu Bauern einfach, die Söldner damit. Ja, ich bin doof, ich weiß nicht, was ich damit tun soll, ich habe keine Ahnung von Kriegsführung. Genau, Luna. Nee, ich meinte nur, dass er dir so ins Wort brüllt. Nee, er brüllt doch nicht. Hä, das ist Energie. Das ist genau die Energie, die wir hier brauchen, Chat. Das ist genau die richtige Energie. Nachvollziehbare, richtige, wichtige, ehrgeizige, neidige Energie. Ich will das ja mitbekommen, wenn er hier ganz Spanien einnimmt, weil ich werde ganz Spanien sicher nicht einnehmen mit dem Charakter. Es fehlt nur noch Faul. Paul wäre auch noch
Faul ist schwierig zum Rollenspielen, glaube ich. Weil du einfach nichts tust. Ich hatte manchmal das Problem mit der guten Dynastie im Stream, also war dann ehrlich so, dass ich dachte, oh verdammt, die Prämisse klang so lustig, aber ich weiß gerade nicht, ob es entertaining ist für die Zuschauer, weil es keinen aktiven Kurs gibt, den ich machen kann, weil ich ja sag, ich bin rechtschaffen und ich kann jetzt einfach sagen, okay, gerade passiert nichts, lasst uns random mal einen Nachbarn überfallen, um ein bisschen Action in den Stream zu bringen. Und da habe ich erstmal, verdammt, war das jetzt so aus Entertainer-Sicht gar keine so gute Idee vielleicht? Ja, aber ich glaube, da darf man sich auch ein bisschen künstlerische Freiheit finden, was das angeht. Du musst ja nur eine gut genug RP-Geschichte anfangen, warum du jemanden überfällst, dann geht das schon. Ja, das ist jetzt deutlich einfacher. Ja. Sancho der Schäbige braucht nämlich überhaupt keinen guten Grund, um irgendwelche Missetaten zu begehen. Ich glaube, du wirst Spanien holen, ne? Ich werde, glaube ich, Spanien nicht holen. Also vielleicht komme ich auch auf die Idee, dass eigentlich Spanien viel zu klein ist für einen Mann von meinem Stande und eher Frankreich. Du, das kann ich. Also ich bin langsam und lahm. Ich werde wahrscheinlich in Corona sitzen, vielleicht noch eine zweite. Mal gucken, was die Kinder machen. Ne? Aber ich glaube, mein Charakter wird echt keine Kriege führen. Also es gibt für sie... Interessant. Sie ist halt demütig. Sie ist ein religiöser Eiferer. Sie ist unersättlich. Sie hat nicht wirklich kriegerische Ambitionen. Also ich glaube, was sie halt zum Krieg verleiten könnte, wäre halt, wenn du was Muslimisches nebenan hättest. Weil halt, ne, Religion... Aber sonst? Vielleicht, wenn einer der Nachbar ihrer Meinung nach kein richtiger Christ ist. So, das wäre noch was. Ich meine, wir haben ja auch einige Muslime hier, ne, im Lande, habe ich mir sagen. Ja, auf jeden Fall, aber die liegen nicht direkt an mir dran, so, ne? Das stimmt, das stimmt. Mal gucken. Wie nenne ich meinen Sohn, ist die Frage. Wegen Gotteslästerung geht immer gut, ja. Also, ja. Vielleicht der eine Dude da unten, der ist lüstern, der wird sicher im Laufe der Zeit... wird der safe noch irgendwann ein unehrliches Kind oder so zeugen. Und wenn ich sowas mitbekomme, der daneben ist auch lüstern. Seht ihr da, das sind die Dinge, wo ich mich sehe. So gerade als so keusche, demütige, religiöse Eiferin sehe ich mich komplett darin, da Kriege im Namen des Herrn gegen meine Nachbarn zu führen. Das sehe ich schon. Santiago ist doch eine Pilgerstätte, die muss man als guter Christ besitzen. Ja, eben, also es gibt wirklich, das lehrt uns ja wirklich die Historie. Religion gibt dir immer einen guten Grund zum Krieg. Das ist auch nicht schwer, da einen zu finden, wenn du mal Bock auf Krieg hast. Irgendwas gibt's immer. Irgendeine Ketzerei wird der Nachbar schon begangen haben. Eben. Ich habe meine erste Sprache übrigens erlernt. Möchte ich an der Stelle anbringen. Was ich wichtig finde, dass ich das erlernt habe. Wo du bist. Ja, ich bin ja nicht doof. Ich bin eine gelehrte religiöse Eiferin. Wenn sie was macht, dann lernt sie auf jeden Fall die Sprache von ihrem Papst. Das habe ich gemacht. Ich habe mir von meinem Papst die Sprache beibringen lassen. Und jetzt versuche ich mal mit dem Anfreunden, das ist eher unwahrscheinlich, habe ich 20%ige Wahrscheinlichkeit. Ich könnte ja mal versuchen, mit meinem Mann Sex zu haben. Nee, ich will mit meinem Mann keinen Sex haben. Okay. Ich bin dabei fettleibig geworden. Sehr schön. Ja, ich habe meinen Sohn jetzt übrigens, ich habe überlegt, was ist der arroganteste Weg, wie du deinen Sohn benennen kannst? Und das ist, glaube ich, wirklich wissenschaftlich. Ich habe ihn erstens nach mir benannt, aber zweitens klargemacht, dass er nicht so gut ist wie ich. Er heißt jetzt Sancho der Geringere. Was, glaube ich, besser geht's nicht, wenn du wirklich einfach 100% zum Ausdruck bringen willst, was für ein arrogantes Schwein du bist. Dann nennst du deinen kleinen Sohn Sancho der Geringere, ja. Du bist ich in schlechter quasi, mein Sohn. Ja, das ist schon ziemlich mies. Kriege ich mich mit dem nicht angefreundet? Na, Wahrscheinlichkeit geht gegen null, dass der Papst mich mag. Schwierig. Er hat leider auch die Abscheulichkeit von mir geerbt. Sancho der Geringere ist regelrecht abstoßend. Er hat nicht den Buckel geerbt, aber die Abscheulichkeit. Er guckt auch schon als Nulljähriger, guckt er schon, als hätte er das Familienmindset gut geerbt, sage ich mal. Das klingt sehr falsch.
Das Familien-Mindset gut geerbt, ja. So sieht er aus. Mm. So, habe ich gute Ritter, die ich noch verheiraten kann? Das ist ein Graf, das ist mein Mann, den an den Hof rekrutieren könnte ich den. Wie viel würde mich das denn kosten? Boah, nee, das ist viel zu viel Geld. Die sind alle schon verheiratet. Ja, ist schwierig. Weil wir, David, weil wir nach RP spielen. Also auch für alle, die gerade jetzt neu hier reinkommen und sich fragen, was wir tun. Wir min-maxen in diesem Run nicht, sondern wir versuchen, RP-getreu zu unseren Charakteren zu spielen. Und uns so zu verhalten, wie die Charaktere mit unseren Eigenschaften das auch machen würden. Ergo, ich bin nicht kriegerisch. Ich bin hinterlistig, ja. Ich würde meine Nachbarn wahrscheinlich eher ermorden, als den Krieg zu erklären. Und man sollte dazu sagen, dass wir uns die Charaktere auch nicht irgendwie, also das Briefing war die schlimmstmögliche Dynastie. Also es ist nicht nur kein, es ist eigentlich Anti-Min-Maxing, könnte man fast es schon ist sagen. Anti, also es geht weg von dem, was wir normalerweise spielen. Ja, ja. So, jetzt muss erstmal hier Ordnung unter dem Bauernvolk wieder, auf das ist seine Steuern. Die zahlen nämlich gerade keine Steuern, Pia. Kannst du dir das vorstellen? Bauern, die keine Steuern zahlen? Warum hast du sie noch nicht gepfählt? Ja, also es muss wirklich, kann ich da irgendwas Ich bin ein bisschen enttäuscht, also von dir, wenn du Bauern hast, die keine Steuern zahlen. Ja, ja. Das klingt nicht nach dir. Nee, also ich finde es fast schade, dass ich nur so was Harmloses machen kann, wie halt der Ratsmarschall darauf ansetzen, statt eben wirklich irgendwie ein Exempel statuieren als Entscheidung oder sowas. Dass man es einfach von sich aus macht. Ich kann die Entscheidung Untertanenerpressung kann ich jetzt nutzen. Ich bin schon der Meinung. Oh, da brauche ich erstmal noch Vasallen. Auf jeden Fall brauche ich. Also, siehst du, wie das eine zum anderen führt? Ich habe jetzt die Fähigkeit, Untertanen zu erpressen, aber dafür brauche ich Vasallen. Das entwickeln wird, sowieso. Also muss das kommt im Rang eines noch. Grafen. Also muss ich jetzt wohl Vasallen kriegen. Wie er sich das selber schönredet, hier wieder auszurasten, ne? So, mein zweiter Sohn ist geboren. Er heißt Sancho der Geringste. Also das Wahnsinnig wird sich von sich alleine auf jeden Fall mitnehmen. Diese Tochter hier zu erziehen, weil Töchter haben ja weniger Wert, was das angeht. I try to not be triggered. Dankeschön, Gerald, für die 17 Monate und ganz viel Spaß. Vielen lieben Dank. Sancho der Geringste braucht eine wertvolle Erziehung. Ja, wenn ich auch einen dritten Sohn bekomme, dort habe ich ein Problem. Wie gehe ich noch unter Geringster? Der Allergeringste. Ja, sehr gut. Ich hab einen guten Chat. Wird halt gerne. Aber ich meine, also ja. Du hast ja schon Muslime bei dir, die zumindest an das Königreich, in dem du bist, grenzt. Ja, ne? Ich weiß, aber so weit über ihren Tellerrand schaut sie nicht. Okay. Weil ich meine, man könnte ja durchaus auch argumentieren, dass wenn dein König, König Garcia, nicht von sich aus energisch gegen die Heiden vorgeht, dass es dann nötig sein könnte, eine neue Königin einzusetzen, die das tut. Nee, jetzt in erster Linie hätte ich gerne einen Handelshafen, damit ich mir besseres Essen holen kann. Also ich brauche eindeutig bessere Essensspezialitäten aus der ganzen Welt. Vor allem auch aus Rom, aber auch generell. Das heißt, momentan will ich einfach nur essen. Isst du gerade auch wirklich derweil? Ja. Ich dachte, ich mag deine Hingabe zu authentischem Rollenspiel, Pia. Als Gummibärchen. So, meine andere Tochter verheirate ich jetzt mit einem Einjährigen. Der hat nämlich auch ganz gut Bündnis gemacht. Der 82er ist jetzt übrigens gestorben. Aber er hat mir geholfen,
die Weiden des Nachbarns mir zu. Die Römer hatten Gummibärchen. Was, echt? Wie? Ich bin sehr irritiert. Ich lerne gerade übrigens vom Kaiser Heinrich aus vom Heiligen Römischen Reich, lerne ich gerade Fränkisch. Das ist faszinierend. Also, du gehst ja auch wirklich, kämpfst gegen deine eigene Begriffsstutzigkeit aktiv an. Ne? Ja, ich möchte Sprachen lernen, die wichtig sind, damit ich meinen Gott verstehe. Das ist wichtig. Ich bin begriffsstutzig und ich brauche lang zum Lernen dieser Sprachen. Aber ich will Gott verstehen. Verstehe. Ja. Gott spricht Fränkisch. Ja. Wenn Kaiser Heinrich vom Heiligen Römischen Reich Fränkisch spricht, dann spricht Gott sicher Fränkisch. Ein deutscher Kaiser hat doch wohl Fränkisch zu sprechen. Kann ich als Franco bestätigen, ja. Gott ist offensichtlich fränkisch. Gut, dass wir das geklärt haben. Müsste sie nicht Latein lernen oder kann sie das schon? Ich glaube, Latein gibt's auch da nicht als gesprochene Sprache, oder? Wenn dann der Papst wird es doch bestimmt sprechen, wenn es existiert, oder? Nee, er hat Vulgäritalienisch und Hochdeutsch. Ja, ein Vulgäritalienisch kann ich schon. Mhm. Aber sicher wurde im Vatikan doch damals bei Predigten und so noch Latein benutzt, oder? Safe, aber es ist halt wahrscheinlich nicht die Hofsprache. Also, es müsste eigentlich die Hofsprache sein, boah, ich weiß gar nicht. Eigentlich doch schon, oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass damals schon noch im Vatikan Lateinisch geredet wurde. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weiß das jemand? Ist interessant eigentlich, ne? Das stimmt. Eigentlich sollte das dann im Spiel. Okay, die Beeinflussung klappt hier nicht so richtig. So, die Problematik, die ich jetzt so ein bisschen sehe, ist halt, ich bin keusch, aber gleichzeitig habe ich ja auch meine Aufgabe als gute Christin nicht erfüllt, wenn ich kein Kind bekomme, oder? Das stimmt. Wie löse ich dieses Dilemma? Jetzt werde ich so eine Klosterschule. Wobei, nee, das. Ein Kind adoptieren ist vielleicht ähnlich nobel, aber nicht ganz so. Nee, nobel, das ist nicht das Gleiche. Als gute Katholikin muss ich halt schon keusch sein. Ich brauche halt eine göttliche Empfängnis. Ich warte auf meine unbefleckte Empfängnis. Ja, das ist das Dilemma der Frau. In dem Moment, in dem du als Frau schwanger wirst, erfüllst du deine Aufgabe, aber sündigst auch. Das ist halt. Das ist immer schon ein wenig das. Hier geht gerade richtig irgendwie gegen die Kriege ab. Du musst deinem Mann Kinder schenken. Ja, wer will nicht mit mir Liebe machen, weil er mich nicht so wirklich mag? Mein Bischof hat derweil offenbar meine Umschmeichelungsversuche als sexuelle Avancen missdeutet. Nein, nicht Kind mit dem Papst. Hallo? Ah, das würde ich vielleicht, wenn ich lustig wäre, dann würde ich das vielleicht anstreben. Aber ich bin keusch. Und demütig. Er verweigert sich seine ehelichen Pflichten, ermorde ihn. Mein Chat ist so aggressiv. Aber es ist schon richtig. Also ein Ehemann, der seine ehelichen Pflichten nicht erfüllt, ist doch vor Gott nichts wert. Sex in der Ehe ist ja keine Sünde. Frauen haben schon zu jedem Zeitpunkt gesündigt, wo sie sich entblößt haben. Also. Und auch sonst, mehr oder weniger egal, was sie gemacht haben. Sie haben halt existiert. Das war halt schon problematisch genug. Im Ehebett Kinder zu bekommen, ist doch keine Sünde. Aber wage es ja nicht, Spaß zu haben. Naja, aber der Akt war ja immer irgendwie sündig.
Man darf ja auch nicht die Fußknöchel zeigen. Das ist ja auch schon absurd. Ich fürchte aber, es würde nie der Ehemann für den Mangel an ehelichen Pflichten, weil dann, ich glaube, es würde schon so gedreht werden, dass trotzdem irgendwie du als die Ehefrau daran schuld bist. Natürlich. Offenbar warst du ihm nicht dienstbar genug vielleicht oder sowas. Ziemlich sicher sogar. Weißt du, was das Problem ist? Mein Lehnsherr hat mehr Ländereien als ich. Und um sie zu ihm zu nehmen, bin ich nicht reich genug. Es ist nicht die richtige Ordnung der Welt. Ja, das ist schade. Mein Bürgermeister Sunja, einfach so schenkt er mir 150 Dukaten. Ja, du bist ja der beste Freund, den ich je hatte. Das ist ja... Welch rechtschaffener, nobler Mensch. Das ist der einzig gute Mensch auf der Welt. Weil es ist der einzige Mensch bislang, der mir Geld geschenkt hat. Das Festmahl steht fast an. Ja. Aber auch dieser Handels... Nee, der Handelshafen braucht noch Ewigkeiten. Dann machen wir lieber noch ein Festmahl. Meine Leute hassen mich auch immer noch. Das ist echt ein Dilemma. Mein Chat springt leider sehr drauf an. Ja, das war das erste Geschenk, aber was mit dem zweiten Geschenk? Es wird geschrieben, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nach der Geburt durfte die Frau nicht in die Kirche und musste erst gereinigt, gesegnet werden, um wieder hingehen zu dürfen. Sowohl Menstruation als auch Geburt galt im Katholizismus als unrein. Das glaube ich sofort, ja, das glaube ich sofort. Du hast ja auch, auch heutzutage, also das ist ja in fast allen Religionen leider so, und du hast noch heute so spirituelle Glaubensauslebungen, wo die Regel, also wo die Menstruation als unrein gilt. Ich habe erst vor 2 Tagen auf Twitter von einem Mädchen gelesen, die in der Familie das immer noch als Brauch haben, ihre Ahnen zu ehren und einfach so wie halt manche bei uns in die Kirche gehen. Und da ist es in der, also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es immer noch üblich, dass sie, wenn sie menstruiert, sich von diesen ganzen Bräuchen und Ritualen fernhalten muss, weil es als unhöflich gilt, den Ahnen gegenüber. Warum? Warum sind Menschen so? Ja, ist schon echt, echt unangenehm. Aber es ist halt wirklich so. Es ist ja, wie du. Ich weiß ja, ich rede jetzt da, ne, aber. Du musst halt doch mal 5 Minuten über die Logik nachdenken. Ja, ja, es ist die Pflicht, uns zu mehren, aber. Aber unrein ist es schon auch, ne? Dass das noble Kinder kriegen. Also. Da muss man danach schon nochmal. Mein Chat schreibt gerade, im Mittelalter galt die Frau für 33 Tage als unrein beim Empfang eines Jungen und 66 Tage bei einem Mädchen. Es wundert mich wenig, dass Mädchenkriegen schlimmer eingestuft wird. Übrigens, es gibt einen König Sancho neben mir und mein Lehnsherr kämpft gerade gegen den. Wie kann er denn gegen einen anderen Sancho kämpfen, wo Sancho doch der beste und schönste Name auf der Welt ist? Ich habe da jetzt direkt als Antwort mal die Fähigkeit bekommen, gegen ihn einen Thronanspruch-Komplott zu machen. Alter, wie du ausrastest. Wir chillen hier einfach nur. Aber ich kann auch einfach den Lehnsherrentitel beanspruchen. Nee, geht noch nicht. Brauchst du doch viel. Aber dann müssen meine Charaktere sich mögen, um Kinder zu kriegen? Eine gute Frage. Nee, oder? Das klappt bestimmt auch so, wenn wir lang genug verheiratet sind. Irgendwann. Ich will halt keine Energie in meinen Mann investieren. Ich sehe halt den Wert darin gerade nicht. Sehr gespannt, wie deine Familie noch
Oh, ein Fürst versucht mir mein Herz zu dingsen. Der ist zufrieden, gesellig und ein religiöser Eiferer. Und der flirtet mich an. Kann ich mit anderen Männern flirten? Ist schwierig, oder? Ist schon schwierig. Also für eine kölsche religiöse Fanatikerin, glaube ich, potenziell. Aber er glaubt, also er vertraut in die gleiche Religion wie ich, nicht wie mein Ehemann. Aber ich habe es jetzt mal abgelehnt. Also wenn das ist eine interessante moralische Frage. Wenn der neue Mann also wenn's mehr ein Mann Gottes ist als dein aktueller Ehemann, ich meine, du weißt ja, ich kann alles hinbiegen. Du, wenn es ein Priester ist, dann sage ich ja. Oh Gott. Das. Ja, wenn es ein Priester ist, dann ist das die unbefleckte Empfängnis, von der wir gesprochen haben. Dann passt das schon. Das wird immer schlimmer hier. Hallo Burrito. Was hast du erwartet, als du gesagt hast, du möchtest mit mir den schrecklichsten Run spielen, den wir jemals hatten? Ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, es wären hauptsächlich so richtig, richtig abscheuliche Mördercharaktere und so. Aber deswegen, weil du hast ja immer wieder, hast ja immer gesagt, so Maurice, was meinst du? Deswegen habe ich wirklich gesagt, Pia, leg du das für dich aus, weil ich hätte nie damit gerechnet, dass du einfach sagst, ja, jemanden, der richtig religiös ist. Das ist die schlimmstmögliche Dynastie für mich. Wäre ich nicht mal drauf gekommen, aber deswegen habe ich auch gesagt, ich will ja nicht genau vorgeben, sondern ich gebe das vage vor. Meiner ist halt ein gieriger Sack. Und ich bin einfach nur katholisch. So, ich glaube, das hattest du auch gerade, eine verwundete Söldnertruppe. Ich habe ein bisschen Geld verloren gerade, ups. Nee, ich will denen kein Geld geben. Sollen die Einheimischen sich darum kümmern?